'Cause not like you don't have. Cover us with your endless grace.
Everything.
Jesus, das ist unser Gebet heute Morgen. Wir staunen über deinen wunderschönen Namen. Das Beste ist, dass hinter diesem Namen, dass du stehst, Jesus. Nicht ein Gott, der weit weg ist. Nicht ein Gott, der irgendwie von der Entfernung her zu uns schaut, grimmig, sondern du, Jesus, der dich auf den Weg gemacht hast, um uns zu begegnen. Der dich auf den Weg gemacht hast, um unter uns zu wohnen, Jesus. Und dich wollen wir anbeten. Dir wollen wir neu sagen, wir lieben dich, Jesus. Und mit unseren Gebeten kommen wir zu dir, weil wir wissen, es gibt keinen besseren Platz, wo unsere Gebete aufgehoben sind, als in deiner Hand. Ich möchte, dass wir gemeinsam heute Morgen das, was uns beschäftigt, zu Jesus bringen. Ich weiß nicht, wie du gekommen bist heute Morgen, aber meine Frage ist, was hindert dich gerade, ganz zu Jesus zu kommen? Und du dich ermutigen, es Jesus zu sagen, komm zu ihm, gib es ihm in seine Hand. Es gibt keinen besseren Platz, wo es aufgehoben ist. Öffne dein Herz ganz neu. Sag ihm ganz neu, Jesus, ich liebe dich. Fragst du, ich kann es gerade nicht sagen. Dann sag ihm, Jesus, ich will dich lieben. Ich will dir vertrauen. Ich will dir glauben. Tu das jetzt in diesem Moment. Genieß den Moment in seiner Gegenwart. Danke, Jesus, dass wir kommen dürfen mit allem, Jesus. Es klingt manchmal wie so ein billiger Spruch. Es gibt nichts, was zu groß ist und nichts, was zu klein ist. Aber es ist genau so, Jesus. Und das, was uns wichtig ist, ist auch dir wichtig, Jesus. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du da bist. Ich will dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Vielleicht hast du persönliche Gebetsanliegen bei dir. Hast vielleicht vergessen, Gebetsanliegen auszufüllen. Keine Sorge. Bring dieses Gebetsanliegen vor Gott. Aber ich lese dir noch ein paar Gebetsanliegen vor, die aus unserer Mitte kommen, aus unserer Church, von der Online-Community. Herzlich willkommen alle, die online dabei sind. Aber auch heute Morgen, die ausgefüllt wurden. Jemand betet, dass ihre Freundin Jesus kennenlernen darf. Jemand betet für Gesundheit. Jemand betet, dass sie einen Ehemann kennenlernen darf. Jemand betet, dass ihr Partner Jesus kennenlernen kann. Jemand betet für Heilung von Krebs. Jemand betet für Heilung von Borreliose, Entschuldigung. Jemand betet für Entlastung beim Arbeitsplatz. Jemand will in Zungen reden. Wie schön. Come on. Gute Sehnsucht. Streck dich danach aus. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir beten gerne für dich. Jemand betet für mehr Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Jemand betet für vollständige Wiederherstellung von einem schweren Trauma. Jemand betet für eine Wohnung und für ein Haus in Markelfingen. Jemand betet für Befreiung aller Geiseln im Gazastreifen. Wir beten für Frieden in Israel. Lasst uns gemeinsam beten. Wenn du magst, kannst du deine Hand oder deine Hände ausstrecken Richtung Gebetsanliegen und lass uns gemeinsam voller Glauben zu Jesus kommen. Wir haben vorhin gesungen, Jesus, dein Name, in deinem Namen liegt Heilung, in deiner Gegenwart liegt Befreiung. Jesus, und so kommen wir vor dich, Jesus. Danke, dass wir wissen, ob wir mit großem oder kleinem Glauben kommen. Du freust dich, dass wir zu dir kommen dürfen, Jesus. Und wir bringen dir unsere Gebete vor dich, Jesus. Wir beten, dass du kommst mit Heilung. Wir beten, dass du kommst mit Frieden, Jesus. Wir beten über den ganzen Konflikt im Nahen Osten. Wir beten, dass dein Wille geschehe, Jesus. Danke, dass du Menschen befreist, dass du Menschen freisetzt. Und wir als Church drücken heute Morgen wieder ganz neu aus. Nirgends sind unsere Gebete sicherer als in deiner Hand, Jesus. Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen. Können wir Jesus nochmal einen großen Applaus geben? Come on, sehr, sehr schön. Hey, du dürft Platz nehmen. Sehr schön, herzlich willkommen.
So schön, dass ihr da seid. 10 Uhr Gottesdienst. So schön an alle, die online dabei sind. Vorhin habe ich mich kurz reingesneakt. Da waren schon einige im Online-Chat. Herzlich willkommen. Hey, wir wollen Gott einfach auch Danke sagen, was er tut. Wir beten immer wieder, Sonntag für Sonntag, dass Gott ein Wunder tut. Wir wollen Gott einfach auch Danke sagen. Jemand dankt Gott, dass er einen neuen Job und eine neue Wohnung gefunden hat. Jemand dankt Gott, dass die Cousine ein gesundes Baby auf die Welt gebracht hat. Jemand dankt Gott für Bewahrung nach einem Sturz. Jemand dankt für Frieden. Jemand dankt für Frieden in unserem Land. Jemand dankt für seine Familie. Jemand dankt für die Church. Jemand dankt für die Pastoren. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Hey, und ich will euch einfach noch so in ein paar Sachen mit reinnehmen, die einfach passiert sind an diesem Wochenende, wo ich so gedacht habe, wow, das müsst ihr alle wissen. Und zwar hat jemand auch aufgeschrieben, Freitagabend Sisterhood. Wer alles dabei war, es war ein wunderschöner Abend. Ich habe gesehen, ein ganzes Auto aus Stuttgart ist hierher gefahren. Vielleicht sind von denen gerade ein paar im Online-Chat jetzt dabei. Ein ganzes Auto aus Ravensburg wurde gefüllt. Hey, das war so ein starker Abend. Wir hatten eine Sisterhood Holy Spirit Night. Und ich bin ja ein Mann. Sisterhood ist ja für Frauen. Das heißt, ich darf nicht attenden. Aber ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Und ich war hier oben, ich schaue runter und ich hatte Gänsehaut. Weil die Frauen, die haben so laut mitgesungen. Weißt du, wenn du von hier oben merkst, und ich kriege gerade jetzt wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn du von hier oben merkst, hey, da ist Glauben im Raum. Und ich habe gehört, hey, ich habe gebetet, ein Holy Spirit Moment. Einfach dankbar, was passiert ist am Freitagabend bei Sisterhood. Seid ihr alle dankbar für Sisterhood? Ich als Mann bin dankbar für Sisterhood. Und habt ihr das Essen gesehen? Das hat mich inspiriert, Freunde. Wenn wir wieder mal Hillsong Man machen, ich glaube, bei Hillsong Man, ich glaube, das Simple braucht es auch. Einfach eine Wurst, Brot. Denkt ihr auch? Spargeln? Spanferkel? Ich war gerade so, Spargeln? Spargel nehme ich auch. Hey, und dann sagt mir meine Frau, Elias, wir müssen nach Kreuzlingen gehen. Ich habe mitgekriegt, dass es ein 500-Project gibt. Das heißt, unsere Frauen, die machen ja jährlich, machen die 500 Projekte. Wo die 500 Euro sammeln und dann unterstützen wir immer wieder Plätze in dieser Welt, wo Armut herrscht. Zurzeit unterstützen wir die Ukraine. Und ich habe ein 500-Projekt gesehen, wo eine Lehrerin ihre ganze Schulklasse zusammengesammelt hat, plus ihre Kleingruppe. Und die haben in einem Einkaufszentrum in Kreuzlingen haben die selbst gebackene Zöpfe verkauft, selbst gebastelte Sachen. Ey, und sie hat mir gesagt, schon um 10 Uhr morgens hatten die diesen Betrag zusammen. Und die hat mir erzählt, die Schüler sind Schüler, Freunde. 6.30 Uhr Samstagmorgen sind die aufgestanden, haben Zöpfe gebacken. Ich war so, wow! Ey, das war mir gar nicht bewusst. Wir haben einen Stirnband gekauft für meine Tochter. Die war richtig happy. Wir hatten eine Konfitüre, eine Erdbeerkonfitüre gekauft. Ah, war schön. Ich konnte Schweizerdeutsch sprechen in Kreuzlingen. Es ist ein Erlebnis. Danach, es geht ein bisschen länger, tut mir leid, aber ich glaube, ihr feiert es, oder? Weil ihr müsst schon hören, was alles hier geschieht, in unseren Räumen auch. Danach hatten wir CityCare, ein CityCare Brunch für wohnungslose Menschen. Leute, die auf der Straße leben. Und ich habe mir gedacht, die haben sich so drauf gefreut, jetzt gerade, wo die Kälte auch immer krasser wird. Marie war in der Stadt durch die Woche und hat gesehen, hey, da gibt es eine neue Person. Und sie ging auf sie zu und hat gesagt, hey, willst du am Samstag dabei sein? Und die Person sagt, ah, ihr seid die von der Hillsong Church. Ich habe das schon mitgekriegt. Ich bin am Samstag dabei. Jeder sagt, hey, du musst am Samstag da in diese Church kommen. Und wir leben hier. Wir leben hier wirklich eine gedeckte Küche, ein riesenschöner Brunch, Wärme und hey, einfach ein riesen Dankeschön an die Volunteers, ein riesen Dankeschön, weil die Volunteers, die haben mir gesagt, hey, danke für euer Geben, weil es ein Budget, das wir freigeben, um einfach der Stadt zu dienen und Herzen werden erwärmt. So schön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es ging jetzt ein bisschen länger als geplant. Seid ihr noch bereit für 2, 3 Informationen? Sehr, sehr gut. Aber bevor wir jetzt Informationen geben, weil das habe ich jetzt fast vergessen.
gibt es noch was Wunderschönes. Und zwar haben wir eine Babysegnung. Und die Familie Muscari kann nach vorne kommen. Mit dem kleinen Matteo kommt nur nach vorne. Ihr habt so einen schönen Nachnamen. Muscari. Sag ich es richtig? Schon, hä? Komm, ihr könnt sonst hier oben. Oh, schau mal. Matteo. Hey, komm, wir geben doch der Family noch einen Applaus. Es braucht immer wieder Mut. Sehr, sehr schön. Willkommen. Ihr kommt aus der Schweiz. Vielleicht bete ich sogar noch Schweizerdeutsch. Komm, wir machen es so. Ich bete auf Hochdeutsch für die Familie und dann auf Schweizerdeutsch für den kleinen Matteo, okay? Ihr wisst ja, hey, der Segen funktioniert auch auf Schweizerdeutsch, okay? Sehr, sehr schön. Hey, ihr habt ein Wunderkind auch. Ich habe mitgekriegt, dass er 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen ist, hä? So schön. Und hier in voller Stärke. Ihr habt aufgeschrieben, du lachst viel und bist sehr zufrieden. Schaust mich nicht an, aber das ist okay. Ja, sehr gut. Hey, und ihr habt eine wunderschöne Bibelstelle für ihn ausgesucht. Ich lese die vor. Jesaja 43, Vers 4. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Herr, das wünschen wir, dass du das verstehen kannst, dass du das tief in dein Herz runterrutschen darf. Dass du weißt, du bist wertvoll, von Jesus eingesetzt. Da liegt eine Berufung auf deinem Leben. Schon schön. Hey, Jesus hat die Kinder zusammengerufen und hat gesagt, hey, lass sie zu mir kommen. Und Jesus hat die Kinder gesegnet. Vielleicht fragst du dich, warum taufen wir nicht? Wir sehen die Taufe an als eine freie Entscheidung. Wir taufen Erwachsene. Kommenden Sonntag übrigens, ich glaube, wir haben schon 6 Anmeldungen, taufen wir mindestens sechs Personen, es kommen wahrscheinlich noch mehr dazu. Leute, die sich bewusst entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Wir segnen, weil wir glauben, auf dem Segen liegt eine große Kraft. Hey, wenn wir gemeinsam als Kirche beten, dann bewegt sich was in der unsichtbaren Welt. Und wir tun das hier gemeinsam als Kirche. Wir wollen dich einladen, auch mitzubeten, weil wir ausdrücken, hey, ihr gehört zu uns als Kirche. Ihr geht dieses Glaubensleben mit dem kleinen Matteo nicht alleine, sondern wir sind mit euch am Start. Und aus diesem Grund beten wir alle gemeinsam. Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen und die Familie segnen. Ich segne zuerst auf Hochdeutsch nochmal, euch als Familie und dann auf Schweizerdeutsch. Sehr, sehr schön. Jesus, ich will dir Danke sagen für die Familie Muscari. Ich will dir Danke sagen für das Wunder, das sie in ihren Händen halten dürfen. Jesus, und wir stellen sie unter deinen Schutz und Segen. So wie ich gerade meine Hand auf euch halte, so hält Gott seine schützende Hand über euch als Familie. Möge er euch Weisheit geben. Möge er euch Liebe geben, Geduld geben. Wir wissen, Jesus, Erziehung ist nicht einfach. Danke, dass du da bist, dass du uns nicht alleine lässt, dass du ein Gott bist, der uns nahe ist. Und Matteo, jetzt auf Schweizerdeutsch, sag mir dir, wir stellen dich unter den Schutz Gottes. Der Schutz von Gott geht mit dir. Und wir beten, dass die Bibelstelle, die du vorher gehört hast, dass die Realität erfährt in deinem Herz. Dass du das wissen, du bist ein Gesalbter, ein berufener Mann. Ein Mensch nach dem Herzen von Gott. Und wir stellen dich unter seinen Schutz und Segen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Sehr, sehr schön. Habt ihr es verstanden? Ja, ja. Sehr gut. Hey, herzlichen Applaus. Ihr kriegt noch ein Geschenk. Und wir wünschen euch einen richtig schönen Tag. Feiert schön. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Mega. Hey, ihr dürft wieder Platz nehmen. Sehr, sehr gut. Hey, ich habe noch 2 wichtige Informationen. Und zwar, save the date. Wir haben wieder ein Summer Camp kommenden Sommer. Und ihr dürft auf die Leinwand schauen und diesen Teaser genießen.
Sehr, sehr schön. 29. Juli bis 3. August Summer Camp. Alle Jugendlichen, alle, die Jugendliche kennen, die vielleicht Jugendliche haben, hey, save the date. Schreib sie ein in deinen Kalender. Du kannst sogar schon jetzt ein Ticket holen. Das heißt, wir sind schon voll ready. Falls du Fragen hast, heute haben wir Silas und Rebecca im Foyer. Die nehmen sich sehr, sehr gerne Zeit, um dir alle Fragen zu beantworten. Sie haben einen Laptop da. Sie können dir sogar schon ein Ticket holen, Fragen beantworten, wie das Ganze funktioniert. Geht unbedingt auf sie zu. Aber schreibt ihr das unbedingt auf. Ich glaube, Summer Camp ist so ein wichtiger Meilenstein im Leben von einer jungen Person. Und verpasst diesen Moment nicht. Schickt Jugendliche dahin. Du tust ihnen Gefallen, das ist was Wunderschönes. Und jetzt eine zweite Information, die du dir speichern kannst. Und zwar ist es leider so, dass Camissio im kommenden Jahr wieder nicht in Konstanz sein kann. Wir haben uns darum bemüht, sie haben sich darum bemüht. Aber dann haben Sarah und ich gedacht, hey, wir machen einfach ein Two-Day-Kids-Camp. Das heißt, an alle Eltern mit kleinen Kiddies oder Kids ab 6 bis 12 Jahre, das heißt 12 bis 11, die nicht im Summercamp dabei sein können, speichere dir schon mal das Datum folgendes: 30. bis 31.07.2024. Da machen wir ein Two-Day-Kids-Camp. Ich will unbedingt dabei sein. Und ich will einfach, dass du das einschreibst, dass deine Kids dabei sind. Es wird der Wahnsinn. Wir wollen uns für 2 Tage in deine Kinder investieren. Kids-Gottesdienste, Kids-Ministry ist was unglaublich Wichtiges. Hey, und wir haben hier auf dem Screen einen QR-Code. Liebe Eltern, wir würden gerne mehr Informationen an euch bringen. Wir merken immer wieder, da ist so ein, wir kriegen es nicht ganz hin, euch mit Informationen zu speisen. Zum Beispiel gehen wir jetzt in die Weihnachtszeit hinein und wir haben viel Schönes geplant für Hillsong Kids. Und wir geben den Kids immer wieder was in die Hand, aber ich habe schon bei meinen Kids gemerkt, bis dann meine Kids bei mir sind, haben die das in der Hand schon wieder irgendwo verloren oder irgendwie. Und diese Information kam nicht bis zu mir. Aus diesem Grund, wir wollen nicht aufhören mit diesen Informationen, aber gleichzeitig auch dich besser unterstützen mit einem WhatsApp-Elternchat. Wenn du magst, kannst du jetzt dein Handy nach vorne nehmen, kurz diesen QR-Code scannen und dann landest du direkt in diesem Elternchat. Falls dir das Ganze zu schnell geht, keine Sorge, beim Kids-Check-In, bei diesem Kids-Desk gibt es diesen QR-Code auch. Wir helfen dir gerne, den zu finden und dann kriegst du Informationen über Hillsong Kids. Sehr, sehr schön. Hey, jetzt wird uns Rebecca Horvath ermutigen zu unserem Geben. Unsere Jugendpastorin, die dann auch im Foyer sein wird. Hey, wollen gemeinsam geben. Auf deinem Stuhl findest du einen Umschlag, wo du alle Informationen findest, wie du geben kannst. Wenn du online dabei bist, du siehst jetzt einen QR-Code eingeblendet, wo du alle Informationen findest, wie du geben kannst. Und Rebecca wird uns ermutigen für unser Geben. Danke dir. Hey, geht's euch allen gut? Hattet ihr einen guten Morgen bis jetzt? Okay, ich werde euch heute mit einer Bibelstelle ermutigen, die eine Erinnerung sein soll. Und zwar eine Erinnerung, weil diese Bibelstelle wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat. Jesus ist im Tempel mit seinen Jüngern und er sieht, wie die Leute in den Opferkasten geben. Das lesen wir in Lukas 21. Und er sieht eine Frau und er sieht von ihrem Äußeren schon, okay, die Frau wird jetzt nicht wohlhabend sein. Die Frau ist wohl eine Witwe und sie wirft 2 kleine Münzen ein. Und was in dieser Bibelstelle passiert, lese ich jetzt nochmal ganz kurz vor, weil die Worte, die Jesus benutzt, sind super, super wichtig und super, super relevant für uns. Also, Lukas 21, und zwar steht hier Folgendes, wenn mein Handy funktioniert, steht hier. Und zwar, er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die 2 der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Und warum das so wichtig ist und warum er diese Frau hinausstellt, das beschreibt David. Und zwar gab es eine Situation, in der König David Gott ein Opfer bringen wollte. Und er ist zu einem Mann hingegangen und hat gesagt, hey, ich bräuchte bitte von dir ein paar Rinder und ein bisschen Land, ich möchte Gott einen Altar bauen. Und dieser Mann sagt, hey, ich schenke dir das alles, mein König, du bekommst es alles frei Haus. Und David meint zu ihm, und zwar steht es folgendes, 2. Samuel 24, doch der König wandte ein.
Nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, was mich nichts gekostet hat. Warum Jesus diese Frau herausholt aus der Menge und herausstellt aus dieser Menge ist, weil er ihre Herzenshaltung gesehen hat. Weil er gesehen hat, diese Frau möchte geben, auch wenn es nicht einfach ist. Sie möchte geben, weil sie aus vollem Herzen geben möchte. Und ich möchte euch damit ermutigen, es geht nicht darum, wie viel du geben kannst. Es geht nicht darum, wie viel dein Nachbar geben kann. Es geht darum, was deine Herzenseinstellung dabei ist. Und das sagt Jesus hier ganz, ganz deutlich. Und in dem Sinne würde ich sagen, bete ich noch ganz kurz und segne unser Opfer. Jesus, ich danke dir, dass dir unser Herz wichtig ist. Wie beim Lobpreis ist unser Herz das, was du möchtest. Es sind nicht die irdischen Gaben, die wir geben können, sondern es ist unser Herz, was du einnehmen möchtest und worauf du stolz sein möchtest, Herr. Und so bete ich, dass wenn wir heute unser Opfer geben, dass du derjenige bist, der es segnet, weil wir aus vollem Herzen geben und mit bereitwilligem Herzen geben. In Jesu Namen, Amen. Amen, Amen. Vielen, vielen Dank, Rebecca. Sehr schön. Vielen Dank für deine Großzügigkeit. Nachdem wir einmal an dir vorbeigegangen sind, hey, lass uns gemeinsam in eine Family Time gehen. Family Time bedeutet, du darfst die Person links und rechts, die Person, die vielleicht hinter dir sitzt, vor dir sitzt, kennenlernen, Hallo sagen, du darfst sogar aufstehen. Keine Sorge, ich liebe die Family Time. Mega. Und ich nehme mir auch Zeit, alle zu begrüßen, die online dabei sind. Ich sehe die Gina. Gina, du musst mir unbedingt schreiben, bist du die Gina, die früher mal mit mir im Welcome-Team gedient hat? Wenn ja, gib jetzt ein Lebenszeichen. Jennifer ist da, Julia Volk, Julia. Aber kommst doch in den zweiten Gottesdienst, oder? Du fehlst hier, Nathalie ist da. Timon Leutert, schön, dass du da bist. Du fehlst, ich freue mich, dass du bald wieder zurück bist in Konstanz. Elvina ist da. Annette, schön, dass du da bist. Die Maggie, Nicole Urban. Ihr seid online dabei heute. Schön, dass ihr da seid. Armin, schön, dass du da bist. Wir beten für dich, Armin. Ich habe gerade gesehen, dass du ein Gebetsanliegen reingeschrieben hast. Wir wollen Rita Hallo sagen, der Sue. Sonja, schön, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Die Gina aus Mannheim, da bist du wahrscheinlich nicht die mit mir mal gedient hat im Welcome-Team. Hä? Mega. Sehr schön. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen uns vorbereiten fürs Wort Gottes. Der Gottesdienst ist gefüllt von bedeutungsvollen Elementen. Wir beten gemeinsam an. Wir geben gemeinsam. Wir begeben uns gemeinsam unter das Wort Gottes. Das ist, was wir tun. Das klingt so altdeutsch. Aber wir glauben, hey, wo das Wort Gottes gepredigt wird, da beginnt was in unserem Herzen. Da beginnt Gott an uns zu arbeiten. Hey, und heute haben wir die große Freude, Silas Horvath, unser Jugendpastor, begrüßen zu dürfen. Ich liebe es, wenn er predigt. Er hat ein Salbum auf seinem Leben. Wir haben so Freude, wie sie Jugend bauen. Lasst uns Silas von Herzen begrüßen. Come on. Church, schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Sagt eurem Nachbarn nochmal kurz Hallo, falls du noch nicht die Zeit hattest, in der Family Time Hallo zu sagen. Sehr schön. Hey, für mich ist es ein absolutes Privileg, das Wort Gottes an einem Sonntagmorgen zu verkündigen. Als junger Prediger zu allen Generationen unserer Kirche zu sprechen, ist ein absolutes Privileg, eine große Verantwortung. Deswegen möchte ich mich an der Stelle natürlich auch bei Pastor Joanna, Pastor Freimuth und natürlich Pastor Elias bedanken für das Vertrauen. Es ist nicht leichtfertig für mich und natürlich auch ein großes Dank an euch alle, dass ihr heute Morgen hier seid und euch für die nächsten paar Minuten unter meine Leiterschaft begebt. Ich möchte heute über ein
Predigtthema sprechen, wofür sich, ich glaube, wo sich jeder Christ schon mal damit beschäftigt hat oder vielleicht auch, wenn du dich selber nicht als Christ bezeichnest, aber du hattest schon mal Kontakt zu Gott, du hattest vielleicht schon mal ein Gebet gesprochen in der Kirche, dann ist das auch ein Predigtthema, was sehr, sehr relevant für dich ist. Und zwar, wenn du Notizen machst, kannst du jetzt schon dein Notizbuch hervorholen oder deine Notiz-App und darfst aufschreiben den Titel meiner heutigen Predigt, selbst wenn er es nicht tut, okay? Selbst wenn er es nicht tut. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, selbst wenn er es nicht tut. Genau, und wie der Predigttitel vermutlich schon ein bisschen mir vorwegnimmt, möchte ich heute darüber sprechen, hey, wie du und ich reagieren können, wie wir damit umgehen können, wenn wir ins Gebet gehen, uns vor Gott niederknien, ihm Dinge anvertrauen in unserem Leben und vielleicht das Wunder, wofür wir bitten, nicht sofort sehen. War da schon mal irgendjemand, dass er gebetet hat und seine Gebete nicht sofort erhört werden? Ja, ich glaube, ein paar Leute können ein bisschen verstehen, wo ich hin möchte mit der Predigt. Aber um das ein bisschen zu illustrieren, möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich liebe es, eine Predigt mit einer Geschichte zu starten. Und zwar möchte ich, dass du dich zurückbegibst ins Jahr 2004. Okay? Wer ist vor 2004 geboren? Hand hoch. Vor, okay, das sind die meisten wahrscheinlich im ersten Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienst werden es ein bisschen weniger sein. Hey, aber im Jahr 2004, da habe ich mir etwas ganz Besonderes zu meinem Geburtstag gewünscht, okay? Und das ist jetzt eine wichtige Information für euch, weil es ist ja bald Weihnachten und bald mein Geburtstag. Das ist der 28.12. Falls du dir vorgenommen hast, mir ein Geschenk zu schenken, dann kannst du das jetzt in deine Notizen schreiben. Nein, ich mache natürlich nur Spaß, Freunde. Aber wenn ich den Leuten sage, ich habe am 28.12. Geburtstag, dann gucken mich immer Leute an, oh, das ist ja aber schade, weil dann bekommst du ja nur einmal im Jahr was zu, also halt geschenkt. Und dann sage ich, na, das kommt auf deine Verhandlungstaktik drauf an, weil ich nutze die Chance immer dann, um etwas Großes geschenkt zu bekommen, weil ich habe ja Weihnachten und Geburtstag, ziemlich nah dran. Und was er auch über mich wissen muss, ich habe eine sehr, sehr große Leidenschaft und zwar sind es Computerspiele, okay, zum Leidwesen meiner Frau manchmal und zum Leidwesen mancher Eltern hier in unserer Jugend, die probieren ihren Jugendlichen eigentlich das Zocken abzugewöhnen, die dann so ein schlechtes Vorbild haben mit dem Jugendpastor, der selber so gerne spielt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir im Jahr 2004, als meine Mutter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Silas, okay, jetzt kommt Weihnachten und dein Geburtstag, was gibt es denn, was du dir zu Geburtstag wünschst? Und zu Weihnachten. Und ich wusste ganz genau, was ich wollte. Und zwar, ich wollte die neueste PlayStation 2 Slim, okay? Die ist ein paar Monate vor meinem Geburtstag rausgekommen. Und meine Mutter so, okay, was ist diese PlayStation? Keine Ahnung. Sie guckt noch in so einem Prospekt, weil Internet gab es damals noch nicht so gut. Und sie sieht den Preis von dieser PlayStation und sie denkt sich nur, Silas, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Weil, kennst du unsere finanzielle Situation nicht, dass du dir so etwas Teures zu Geburtstag wünschst? Du musst dir was anderes aussuchen. Und ich war beharrlich in meinem Standpunkt. Ich habe gesagt, nein, ich will eine PlayStation 2 und nichts anderes. Okay, ich hatte schon damals ein bisschen manipulative Züge, bevor ich Jesus richtig kennengelernt habe. Und meine Mutter ist so, hey, du wünschst dir was anderes, sonst gibt es nur Socken zu Weihnachten und Geburtstag. Wer hat das schon mal gehört? Socken zu Weihnachten? Das war das erste Geschenk meiner Schwiegereltern tatsächlich. Zu meinem Geburtstag habe ich Socken bekommen. Aber es war schön. Hey. Damals wussten sie noch nicht, hey, wird das was mit meiner Tochter und dem Typen? Deswegen gab es nur Socken, aber es ist in Ordnung. Ich habe die Socken immer noch, falls meine Schwiegereltern gerade zuhören oder später kommen. Aber auf jeden Fall kommt es dazu, ich bete, ich lade alle meine Freunde vor den Ferien und sage, hey, ich kriege zu meinem Geburtstag eine PlayStation. Ich hatte da schon großen Glauben, kindlichen Glauben. Und es kommt zum Tag der Bescherung an Heiligabend. Es ist leider keine PlayStation 2 dabei, aber auch keine Socken. Das heißt, ich habe es ein bisschen besser erwischt. Und dann denke ich mir so, okay Gott, jetzt musst du wirklich ein Wunder tun. Ich bin so auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich will wirklich eine PlayStation 2. Das wird uns peinlich an meinem Geburtstag. Es kommt mein Geburtstag 4 Tage nach Weihnachten. Es kommt zum Moment der Bescherung. Meine Freunde haben mir Sachen geschenkt, meine Eltern. Aber leider war auch da keine PlayStation 2 dabei. Nee, ich war, oh, danke sehr. Ich habe ein gutes Publikum hier in der ersten Reihe. Aber meine Mutter sagt, hey Silas, deine Tante hat dir was geschenkt. Und ich so, meine Tante, okay, cool, ich bin mal gespannt. Meine Mutter holt ein großes Paket und ich denke, oh yes, ich glaube, das ist der Moment, ich packe es aus. Es ist eine PlayStation 2 drin, alle Jungs an meinem Geburtstag gehen wild, springen hoch, fangen an zu tanzen. Wir tun gemeinsam die PlayStation am Fernseher anschließen. Wir zocken den ganzen Abend, best birthday ever, okay.
habe das bekommen, wofür ich gebetet habe. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht habe, habe es mir von meinen Eltern gewünscht. Und meine Tante hatte einen guten Trick, die hat nämlich 2 neue Handyverträge abgeschlossen und da war eine PlayStation 2 dabei. Das heißt, so habe ich, Gott wirkt manchmal auch auf anderen Wegen, Freunde, habe ich da festgestellt. Aber was ich eigentlich ausdrücken möchte oder was ich realisiert habe, als ich älter geworden bin in meinem Leben, dass Gott nicht immer meine Gebete so erfüllt hat, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns gemacht haben, dass auch manchmal, selbst wenn man aus einer besseren, vielleicht heiligeren Motivation sogar betet, dass es dann nicht immer passiert. Und ich erinnere mich, wie ich als Teenager dafür gebetet habe, dass vielleicht meine Familienmitglieder, die krank geworden sind, dass Gott sie heilen wird. Ich erinnere mich daran, wie ich für bessere Noten gebetet habe. Ich erinnere mich, wie ich dafür gebetet habe, für die Beziehung der Eltern meiner Freunde, wenn die kurz vor einer Scheidung waren und realisieren musste, hey, dass nicht jedes Gebet, was ich bete, automatisch erfüllt wird. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht hat. Und was mir aufgefallen ist, oder meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hey, was tue ich in diesen Momenten, wo ich vor Gott komme, mit scheinbar auch guten Hintergründen, selbstlosen Hintergründen und das Wunder, wofür ich bete, nicht eintritt. Und mir ist aufgefallen, dass wenn, ich spreche jetzt mal aus meiner Position, aber ich vermute mal, dass ein paar Leute mit mir gehen können, dass wenn wir vor Gott kommen, haben wir meistens ziemlich konkrete Vorstellungen, wie Gott das Wunder machen soll, oder? Ich bin zum Beispiel zu Gott gekommen und habe gesagt, hey Gott, ich bete, dass meine Eltern mir eine PlayStation schenken. Ist dann nicht ganz so gekommen, ist durch meine Tante gekommen, aber... Oder wir beten vielleicht für unseren zukünftigen Partner. Gott, ich möchte, dass die Person so und so gut aussieht. Am besten verdient sie auch schon so und so viel und mag genau dieselben Sachen, die ich mag. Oder vielleicht hast du konkrete Vorstellungen, was deine Zukunft angeht, deine Karriere, dort, wo du später mal wohnen möchtest, wer du später sein möchtest. Aber was mir aufgefallen ist, dass Gott ganz oft öfter so wirkt, als wir es nicht uns vorgestellt haben oder nicht erwartet haben oder sogar manchmal anders, wie es uns sogar lieb ist. Aber er wirkt auf seine Art und Weise. Ist irgendjemand mit mir heute Morgen? Gott wirkt trotzdem, auch wenn er nicht so wirkt, wie wir es uns wünschen. Ich habe eine Bibelstelle aus Sprüche 16, Vers 9 mitgebracht, da steht drin, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Jesaja 55, Vers 8 bis 9 sagt, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, was diese Bibelstelle ausdrücken möchte, ist, hey, es ist gut, wenn du und ich, wenn wir Pläne für unser Leben haben, wenn wir Visionen für unser Leben haben. Und es ist gut, dass wir nicht irgendwie planlos durchs Leben gehen. Das ist auch eine Ermutigung, die ich immer den jungen Leuten in meinem Jugendteam mitgebe oder in der Jugend. Aber sehr, sehr oft kommt es dann doch anders als erwartet. Aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Sondern manchmal, weil ich denke mir immer das so, wer bin ich als kleiner Mensch, dass ich diesem großen Schöpfer Gott Vorschriften mache? Er hat den Meisterplan für mein Leben und für dein Leben. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, euch ein bisschen mit reinnehmen im Alten Testament, wo genau das passiert. Es sind 3 junge Männer Gottes, die getestet werden und die Lösung des Problems anders kommt, als sie sich vielleicht selber gewünscht hätten. Und zwar spreche ich hier von Daniel 3. Wir sprechen hier, es ist eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle. Es ist Schadrach, Meshach und Abednego, wie sie in den Feuerofen geworfen werden. Eine heftige Geschichte. Und ich möchte aber ganz kurz den Kontext malen für die Leute, die diese Bibelstelle vielleicht nicht so gut kennen. Und zwar, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo das Volk Israel, das Land Israel, attackiert wird. Das ist nicht nur ein aktuelles Thema, sondern wenn du durch die Zeit der Geschichte guckst, ist es immer wieder etwas, das hochkommt. Und zu dieser Zeit hat der König Nebukadnezar vom Land Babylon das Land Israel eingenommen. Viele Leute wurden verschleppt in Exil und unter anderem auch 4 Jungs, Daniel, der Namensgeber von diesem Buch, und Schadrach, Meshach und Abednego. Das Tolle ist, und das ist auch wieder ein Bild und ein Symbol für uns, obwohl sie durch eine schlimme Zeit durchgegangen sind, sie wurden in ein anderes Land verschleppt, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, sie haben sogar andere Namen bekommen. Die anderen Namen weiß ich nicht mehr, aber in dem Buch wird öfter der Name benutzt. Trotzdem ist Gott ihnen treu geblieben.
Trotzdem ist Gott gut geblieben und trotzdem hat Gott sie gesegnet. Und ich weiß nicht, durch was du gerade durchgehst. Vielleicht gehst du auch gerade durch so eine Zeit, durch vielleicht eine Zeit des Exils. Und das ist das Wort, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Hey, Gott ist trotzdem auch in den schlechten Momenten noch ein guter Gott. Amen. Amen. Und sie wurden gesegnet, sie wurden befördert und sie wurden, so, haben sogar hohe Stellen am Königspalast von Nebukadnezar bekommen. Und zu dieser Zeit erlässt König Nebukadnezar ein neues Gesetz. Er hat so eine goldene Statue und er sagt, hey, wenn der Ton erklingt, müssen wir uns alle niederknien und vor diese Statue anbeten. Gesagt, getan, der Gong kommt, alle knien sich nieder, außer Schadrach, Meshach und Abednego. Alle Leute sehen es, es ist ein Riesen-Eklat. Sie werden vor den König gebracht und hier steigen wir ein in Daniel 3, Vers 13 und folgende. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Rechter gehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehlen widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, es vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Amen und Halleluja. Und hey, und das ist das Wort, was ich heute Morgen uns auch mitteilen möchte. Hey, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, Gott hat die Macht und die Kraft, dich aus deiner Situation zu retten und deine Situation verändern. Kann irgendjemand Amen dazu sagen heute Morgen? Und das ist mein erster Punkt, falls du mitschreibst. Wir wissen, dass unser Gott die Macht hat, unsere Situation zu verändern. Und was ich so sehr liebe an dieser Bibelstelle ist, hey, die Jungs, die hatten volles Vertrauen und starken Glauben, dass Gott wirklich diese Situation verändern kann. Sie haben den stärksten Mann der damaligen Zeit in die Augen geschaut. Der Mann, der physisch über ihr Leben und über ihren Tod bestimmt. Und sie haben gesagt, hey, wir werden uns nicht vor dir verteidigen. Wir wissen, dass dem Mann, dem wir dienen, dem Gott, dem wir dienen, stärker ist und mächtiger ist als du. Und ich glaube, wenn man das liest, dann denkt man so, oh ja, das hört sich gut an. Aber wenn man dann selber mal in so einer Situation ist, wo genau dieser Glaube auch von uns gefordert wird, dieses Vertrauen von uns gefordert wird, dann ist es ein bisschen schwieriger, das sozusagen, wie diese Jungs das gesagt haben, oder? Was die Bibelstelle uns nicht erzählt, ist, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben, was sie in dem Moment gedacht haben. Vermutlich hat es vielleicht nicht ganz so selbstbewusst geklungen, wie sie es dann gesagt haben, aber in ihrem Kopf ist das Gedankenkarussell gerollt. Aber was ich liebe, und wenn du Daniel Kapitel 1 und 2 liest, dann siehst du, dass ihr Glaube nicht von ungefähr kam, okay? Die mussten nicht von 0 auf 100 diesen Glauben beweisen, sondern ihr Glaube wurde Schritt für Schritt von Gott aufgebaut. Wenn du Daniel Kapitel 1 und 2 liest, siehst du, dass sie schon früher sich beweisen mussten, dass ihr Glaube getestet worden ist und für gut befunden worden ist. Und das ist meine Ermutigung für dich. Und das ist auch eine Sache, wenn wir zum Thema Gebet sprechen und Beharrlichkeit, weil oft beten wir, oder ich bete so, aber du kannst im Inneren deine Hand nach oben machen, wenn du auch dort bist. Aber oft bete ich so, hey Gott, nimm doch dieses Problem einfach weg. Diese Situation, ich habe gar keine Lust, jetzt dieses Gespräch zu führen oder diese Sache zu tun. Lass es doch einfach in Luft auflösen. Aber wie oft wissen wir, dass Gott so nicht wirkt? Aber meine Ermutigung an dich ist, Gott nimmt oft nicht das Problem weg. Aber was er ganz, ganz oft macht, und das sehen wir auch, wenn du durch die ganze Geschichte der Bibel, wie er mit Menschen arbeitet, er nutzt dich als Werkzeug. Und was er tut, er bestärkt dich, er segnet dich, er rüstet dich aus und er beschützt dich, dass du stark genug wirst, diese Situation zu meistern. Ist irgendjemand dankbar dafür heute Morgen, dass Gott uns stark macht für die Situation, durch die wir durchgehen? Und ich lese weiter in einen Moment, Daniel Kapitel 3, Vers 18 und folgende. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O König, dass wir nie
deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen würden. Hey, selbst ich glaube daran, dass mein Gott gut ist, dass er diese Situation verändern kann, aber selbst wenn er es nicht tut, werde ich nicht aufhören, ihn zu loben, werde ich nicht aufhören, ihm zu dienen, werde ich nicht aufhören, ihn zu preisen. Hey, und das ist eine Herzenshaltung, die wir auch einnehmen dürfen, Leute. Okay? Und das ist mein zweiter Punkt, wenn du mitschreibst, und selbst wenn er es nicht tut. Und ich lese weiter. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die 3 Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, mit Mänteln und Turbanen in den Ofen. Hey, und ich lese diese Geschichte und die ist wortwörtlich für jemanden in unserem Zeitalter unglaublich, oder? Wenn ich das jetzt heute erzählen würde, hey, das ist meinen Freunden gestern passiert, ich würde, glaube ich, wenige Leute finden, die mir das glauben würden. Aber sie befinden sich in dieser Situation und das Ermutigende, ich habe das vorhin schon angesprochen, ist, hey, sie sind bis zum Schluss, bis zum Beschluss ihres Todes, sind sie ihren Prinzipien treu geblieben. Sie haben sich nicht ablenken lassen, sie haben nicht die frühe Ausfahrt genommen, sie haben keine Entschuldigung gehabt. Und ich habe mir mal überlegt, wie einfach es eigentlich für diese 3 in diesem Moment gewesen wäre, sich zu entschuldigen an diesem Punkt. Ich denke mir so, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, eine meiner Ausreden, ich war ziemlich gut in der Schule mit Ausreden, warum ich zu spät gekommen bin oder warum ich meine Hausaufgaben nicht hatte. Ich habe mir extra einen Hund angelegt, dass ich als 12-Jähriger sagen konnte, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Aber eine meiner Ausreden wäre gewesen, hey Freunde, guck mal, das ist jetzt eine ziemlich ernste Situation. Wir hätten doch jetzt einfach sagen können, komm, wir tun uns jetzt physisch niederknien und uns in so eine betende Haltung begeben, aber in unserem Herzen wissen wir ja, wir beten diese Statue nicht an oder wir beten nicht diese anderen Götter an. Alles kein Problem, wir stehen dann wieder auf, machen unser Ding, gehen wieder raus und ganz ehrlich, jede Person, die wir treffen werden, die werden sagen, ja, hätte ich vermutlich auch so gemacht, Schadrach, Meshach und Abednego. Ich hätte mich wahrscheinlich auch so verhalten wie ihr und keiner von uns hätte gesagt, ja, okay, das ist schon in Ordnung so. Aber diese Jungs, die sind ihren Prinzipien bis zum Schluss treu geblieben. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Wie schaut es aus mit deinen Prinzipien? Wie sieht es aus mit deinen Überzeugungen in deinem Glauben? Weil ich weiß, hey, es ist nicht einfach. Und das meisterst du nicht einmal und dann hast du es immer gemeistert, sondern unsere Prinzipien, unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Gebetszeit, die wird jeden Tag aufs Neue getestet und geprüft. Egal, wo du hingehst, auf die Arbeit, in deinem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, jeden Tag bekommst du eine neue Möglichkeit, eine Ausrede zu leben. Jeden Tag bekommst du die Möglichkeit, die frühe Ausfahrt zu nehmen und deine Prinzipien über Bord zu werfen. Und das soll nicht anklagend sein, sondern das ist einfach als Reflexion. Hey, wie sieht es in deinem Leben gerade aus mit diesen Überzeugungen? Ich weiß, es gab eine lange Zeit in meinem Leben, wo ich täglich an meinen Überzeugungen auch gescheitert bin. Ich bin da jetzt besser geworden, Halleluja. Aber es ist ein täglicher Kampf. Und was ich aber liebe, ist, dass unser Timing nicht Gottes Timing ist. Okay? Und das ist wichtig für uns zu verstehen. In einer Generation, man nennt es Instant Generation oder Sofort Generation. Ich weiß noch früher, ich habe es vorhin erklärt, wenn ich was wollte, wenn ich was kaufen wollte, meine Mutter, die PlayStation, musste sie in so einem Prospekt gucken. Das wurde dann angerufen und bestellt und es hat ein paar Tage gedauert. Heutzutage Amazon Prime, Halleluja, du drückst einmal drauf, morgen ist es da. Und oft ist es aber mit unseren Erwartungen an Gott genauso. Dass wir sagen, hey, ich bete jetzt für etwas und ich muss es sofort sehen. Und wenn ich es nicht sofort sehe, dann hat Gott mich nicht gehört oder dann wirkt Gott nicht in meinem Leben. Und ich möchte uns da wirklich wieder dran erinnern, dass unser Gott in seiner Zeit arbeitet. Und eine Geschichte, einfach von meinem persönlichen Leben, wo ich das einfach immer wieder erleben darf, Tag um Tag, Woche um Woche für Woche, ist tatsächlich eine Geschichte meiner Frau. Ich habe die Erlaubnis, die heute zu erzählen. Und das ist eine Sache, die nicht viele Leute von uns wissen, wahrscheinlich aus unserer Kirche. Aber meine Frau leidet seit einigen Jahren an Epilepsie. Und bevor wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wo wir gerade uns kennengelernt haben, wo wir angefangen haben zu daten, hatte sie eine Gehirn-OP.
wo 3 Zysten aus ihrem Gehirn entfernt worden sind, also das Vorstadium von einem Tumor. Und nach der Operation hatten die Ärzte ein Gespräch mit meiner Frau oder damals noch Freundin und haben ihr gesagt, ey, es tut uns leid, die OP ist gut verlaufen, wir haben durchweg gute Nachrichten, bis auf einen. Und zwar ein Tumor war an einer Stelle, der schwierig zu operieren war. Und das Gute ist aber, das ist ein stiller Tumor, der ist nicht aggressiv. Und es könnte sein, dass sie bis ihr Lebensende, bis sie irgendwann 80, 90 oder 100 dann friedlich einschlafen, dass sich das nie wieder melden wird. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann mal sich verschlimmert und wir dann die nächsten Schritte eingehen müssen. Und deswegen muss sie jetzt jeden Tag Tabletten nehmen und geht jährlich zum Checkup. Und das Geniale ist aber meiner Frau, und an dem Punkt möchte ich sie ehren, ist wirklich, dass sie, zumindest nach außen hin, sie verschwendet keine Sekunde, sich darüber Gedanken zu machen. Sie kommt trotzdem jeden Sonntag, jeden Freitag und unter der Woche in diese Kirche. Und wenn die Lobpreismusik angeht, steht sie mit erhobenen Händen da und sagt, hey, ich glaube, dass mein Gott die Kraft hat, meine Situation zu verändern, dass er mich heilen kann, dass er mich frei machen kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, werde ich nicht aufhören, ihm zu dienen. Selbst wenn es nicht tut, werde ich nicht aufhören, seinen Namen zu erhöhen. Und es ermutigt mich. Und wir haben viele Leute hier in dieser Kirche, wo es denen ähnlich geht, wo wir Glauben haben, wo wir Erwartungen haben an Gott und wissen, hey Gott, ich tue alles für dich. Auch wenn wir das Wunder manchmal nicht sehen dürfen, weil wir trotzdem wissen, am Ende vom Tag ist es trotzdem wert, unseren Prinzipien treu zu bleiben. Und ich möchte an meinen dritten und letzten Punkt gehen. Mein erster Punkt war, wir wissen, dass unser Gott die Macht hat, unsere Situation zu verändern. Punkt Nummer 2, und selbst wenn er es nicht tut, und Punkt Nummer 3, hat er dennoch alles in seiner Hand. Und wir lesen weiter in Daniel 3, 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht 3 Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Da kamen die 3 aus dem Ofen, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und die obersten Beamten eilten alle herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts anhaben konnte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt worden. Kann ich nicht von mir behaupten, aber ist gut. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da riefen Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Hey, das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, der dir begegnen möchte. Und ich habe aufgeschrieben, hey, Gott belohnte die Treue der 3, auch wenn sie sich vermutlich selber ein bisschen besseres Timing von Gott gewünscht haben. Aber das ist genau das, was es ist. Unser Timing ist nicht Gottes Timing. Er hat ein Wunder parat für dich. Und selbst wenn er es nicht tut, ist das trotzdem würdig, gepriesen und gesegnet zu werden. Ich weiß, dass viele Gebete in meinem Leben noch nicht zur vollen Fülle gekommen sind. Aber ich weiß, das, was er schon gemacht hat in meinem Leben, ist es absolut wert, ihn zu loben und ihn zu preisen. Amen. Können wir Amen dazu sagen? Lass uns doch noch als Kirche gemeinsam aufstehen. Ich bin gleich am Ende meiner Predigt. In 2. Korinther 1, Vers 20 sagt es, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Er ist das Ja und das Amen in deinem Leben. Für die erfüllten Dinge in deinem Leben und für die noch nicht erfüllten Dinge in deinem Leben möchte er sagen Ja und Amen dazu. Und ich möchte 3 Dinge über uns noch deklarieren, bevor die Band gleich, die ist schon oben, vielen Dank euch. Wir werden gleich nochmal ein Lied singen. Aber 3 Dinge möchte ich nochmal aussprechen nach dieser Predigt. Und zwar, wir glauben an einen guten Gott, der gute Pläne für uns hat. Er hat gute Pläne über dein Leben und er hat gute Pläne über mein Leben. Ich habe das vorhin vorgelesen. Seine Wege sind so viel höher als unsere Wege. Er hat den Masterplan für dein Leben schon parat. Er liebt dich und er will das Beste für dich. Er ist kein Gott, der dich richtet,
Er ist kein Gott, der sagt, oh ja, nee, das hat die Person nicht verdient. Er will das Allerbeste für dich. Und das Dritte und Letzte ist, selbst wenn uns schlechte Dinge passieren, dienen wir trotzdem noch einen guten Gott. Okay, das durften diese Jungs erleben, als sie ins Exil verschleppt worden sind. Selbst in der Dunkelheit, selbst in der Fremde war Gott gut zu ihnen. Hat Gott sie gesegnet. Und ich habe diese Bibelstelle vorgelesen und viele Theologen streiten sich natürlich, hey, wer war dieser Sohn der Götter? War das jetzt einfach nur ein Engel Gottes oder war das Jesus höchstpersönlich? Hey, wir wissen es nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die drei das wussten. Aber was ich weiß, ist, dass Gott hilft. Und ich habe es vorhin gesagt, Gott lässt das Problem nicht in Luft auflösen. Aber was er macht uns stärker, er schützt uns und er stellt sich mitten dazu. Er ist der eine, der dazukommt. Er ist der eine, der sich mitten reinstellt und sagt, hey, auch wenn du jetzt durch eine schwere Zeit gehst, ich bin mitten dabei, ich lasse dich nicht allein, ich werde dich segnen, ich werde dich schützen, ich werde dich behüten. Amen. Und ich würde es lieben, wenn wir kurz alle nochmal die Augen zumachen könnten, einfach um Privatsphäre zu geben. Und ich möchte eine Frage stellen an dich. Egal, ob du seit Jahren schon Christ bist, oder noch gar keinen Bezug zur Kirche, zu Jesus hast und du hast dich irgendwie heute Morgen hier in diesem Haus gefunden. Ich möchte dir eine Frage stellen. Vertraust du Gott noch mit allen in deinem Leben? Wenn du die Dinge in deinem Leben angehst, machst du das aus deiner eigenen Kraft oder machst du es mit der Hilfe Gottes? Glaubst du, dass du alleine durch die Dinge durchgehen musst oder vertraust du, dass sich dieser eine zu dir dazustellt und dir den Rücken stärkt? Und wenn du gerade nicht in dieser Situation bist, und glaub mir, es ist völlig in Ordnung, es passiert. Auch nach Jahren des Glaubens kann man in Situationen reinkommen, wo man mehr aus seiner Kraft arbeitet und nicht aus seiner Kraft. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar mit allen Augen geschlossen, im Moment zwischen dir und Gott. Ich werde gleich auf drei zählen. Und wenn ich auf drei gezählt habe, mach deine Hand nach oben, wenn du sagst, hey, Silas, ich möchte mich heute entscheiden, Gott nochmal neu zu vertrauen, meinen Ballast auf ihn zu legen. Das ist eine Frage an jeden hier in diesem Raum. Keiner schaut nach rechts oder links, es ist nur für dich und Gott und danach möchte ich für dich beten. Aber wenn du hier bist und sagst, ey Jesus, ich gebe dir heute nochmal alles in meinem Leben, ich vertraue dir alles an, dann mach deine Hand nach oben in 1, 2, 3. Amen. So viele Hände gehen nach oben. Mach sie hoch genug und weit genug, dass ich für dich beten kann. Amen. Warte nicht bis morgen, treff heute diese Entscheidung zu sagen, Gott, hier bin ich, ich gebe dir alles, meine Hand ist auch oben, weil ich brauche Gott jeden Tag. Amen, Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der gute Versprechen und gute Pläne für unser Leben hat. Ich danke, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern immer mit uns bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir die Dinge, durch die wir durchgehen müssen, nicht alleine durchgehen müssen, dass wir sie nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du die Kraft hast, es zu verändern. Und selbst wenn du es nicht tust, bist du trotzdem es wert, gelobt und zu gepriesen zu werden. Ich danke dir, dass du der eine bist, der sich zu uns stellt und nicht alleine lässt. In Jesu Namen beten wir und sagen Amen, Amen. Er ist in jedem Moment bei dir. Er ist diese weitere Person, der sich zu dir stellt, wenn die Zeiten schwieriger werden. Und was ich machen möchte, ich möchte nochmal auf diese Bibelstelle eingehen, weil der Grund, warum er sich dazu gestellt hat, der Grund, warum er ihnen geholfen hat, ist, weil sie großen Glauben an ihn hatten und in Beziehung mit Gott gelebt haben, jeden Tag. Sie haben nicht ihre Prinzipien über Bord geworfen. Und das entsteht aus einer starken Beziehung zu Jesus. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, hast du diese starke und lebendige Beziehung zu Jesus, wo du zu ihm sprichst, wo er zu dir spricht, wo er die Möglichkeit von dir bekommen hat, Veränderungen in dein Leben reinzubringen. Die Bibel sagt, dass du und ich geschaffen worden sind, um in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist der Sinn des Lebens für jeden Menschen, in Beziehung mit Gott zu leben. Wir wurden in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist gut so, wie du bist, weil er dich geschaffen hat, wie du bist. Das einzige Problem ist, und das habe ich vorhin ganz am Anfang beschrieben, bei der Bibelstelle mit unseren Wegen. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen und nicht auf den Weg, den er für dich und für mich vorbereitet hat. Wir haben den Gottesplan getauscht durch einen guten Plan. Und das ist manchmal, wie wir abgelenkt werden. Wir werden nicht von schlechten Dingen abgelenkt, sondern von guten Sachen. Aber wir müssen uns auf die Gottes-Sachen fokussieren. Und ich würde es lieben, wenn wir nochmal für einen letzten Moment alle Augen zumachen könnten, einfach um Privatsphäre zu schaffen. Und vielleicht bist du hier
Und du kannst diese Frage gerade nicht mit Ja beantworten. Ja, ich lebe diese Beziehung mit Jesus. Und ich möchte dir sagen, hey, das ist völlig in Ordnung. Ich habe das beste Angebot der Welt für dich. Besser als Black Friday. Und zwar möchtest du diese Beziehung in deinem Leben akzeptieren. Es ist ganz einfach. Ich werde nachher auf drei zählen. Du darfst deine Hand hoch genug und weit genug machen. Keiner wird rumschauen. Nur ich, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Und du hast die Möglichkeit, durch dieses Gebet zu sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass du wieder in mein Leben kommst. Sei diese weitere Person, die sich in meine Probleme hinzustellt und mir die Kraft gibt, durch diese Probleme zu gehen. Wenn es du bist, dann mach dich doch jetzt gerade bereit in diesem Moment. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, mach deine Hand hoch in 1, 2, 3. Mach sie hoch genug und weit genug. Amen. Ich sehe schon so viele Hände hochgehen diesen Morgen. Amen. Danke, danke. Come on. Der Tag der Errettung ist heute. Du darfst deine Hand wieder nach unten nehmen. Und ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und du darfst mir nachsprechen. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Dass du mich geschaffen hast, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke dir, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Leben. Komm in meine Situation. Sei dieser eine. Und hilf mir, ein Leben mit dir zu leben. Ich möchte dir nachfolgen den Rest meines Lebens. In Jesu Namen beten wir und sagen alle gemeinsam Amen, Amen und Amen. Vielen Dank, Church. Come on, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Silas. Sehr gut. Hey, der erste Applaus ging an dich. Wenn du dich entschieden hast für Jesus, die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich habe die Entscheidung getroffen mit 15 im Kampflager. Und das hat mein Leben verändert. Die wichtigste Entscheidung, die man treffen kann. Hey, wir wollen diese Entscheidung mit dir feiern. Wir haben hier ein Geschenk für dich. Und zwar ein Brief aus dem Neuen Testament. Das Johannesevangelium. Hey, wir als Kirche existieren, damit du wachsen kannst im Glauben. Und dieses Johannesevangelium hilft dir dabei zu wachsen, dass deine Offenbarung größer wird von Gott, was er für Gedanken hat über dich. Hey, und wir haben am kommenden Dienstag haben wir unsere erste Bible Study Night zum Thema Jakobusbrief. Das heißt, falls du dabei sein willst, falls du sagst, hey, ich möchte lernen, die Bibel zu lesen, sei einfach dabei, Dienstagabend 19.30 Uhr. Du bist herzlich willkommen. Hey, und diese Bibel oder diesen Brief aus dem Neuen Testament haben wir für dich im Foyer. Wir haben im Foyer Volunteers, die diese Bibel hochhalten. Komm unbedingt auf uns zu. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen, dir einen Kaffee zu trinken und dir zu helfen. Hey, dass du unsere Kirche ein bisschen besser kennenlernen kannst. Weißt du, wir als Kirche, wir treffen uns nicht nur am Sonntag, sondern wir treffen uns auch durch die Woche. Wie gerade das, was du gehört hast, dieser Bibelabend, aber gleichzeitig haben wir auch Kleingruppen, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam austauschen. Hey, was hat Gott zu mir gesprochen durch diese Predigt? Ich hatte gerade letzten Freitag meine Online-Kleingruppe und wir haben ausgetauscht. Hey, was hat Gott zu uns geredet? Martin Bruch war dabei, hinter dem Drum. Und es ist immer wieder erstaunlich, hey, was Gott spricht, um einfach zu hören, hey, was hat Gott zu dieser Person gesprochen? Was hat Gott zu dieser Person gesprochen? Und du fängst an, im Glauben zu wachsen. Es baut dich auf. Und wir haben Kleingruppen. Und falls du eine Kleingruppe suchst, draußen beim Infodesk helfen wir dir sehr, sehr gerne, eine Kleingruppe zu finden. Und wie gesagt, wir haben auch den Young and Free Stand, wo wir dir gerne Auskunft geben über das kommende Summer Camp. Genau. Und wenn du neu bist, wir haben noch ein Geschenk für dich, dieses Welcome Journal, wo wir dir helfen, dass du unsere Kirche besser kennenlernen kannst. Da findest du auch einen Kaffeegutschein. Das heißt, falls du da bist, sagst, hey, ich bin zum ersten Mal da, komm unbedingt auf uns zu. Vielleicht triffst du sogar einen Jackpot heute und sagst, hey, ich habe die Hand gehoben. Ich krieg sogar dieses Johannesevangelium plus noch das. Alles. Wir geben dir gerne alles. Das heißt, komm einfach auf uns zu. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Mega. Hey, lass uns gemeinsam noch beten. Ich will euch segnen und dann gehen wir nochmal in ein letztes Lied und preisen Gott damit. Hey, aber ich glaube, dass Gott zu uns gesprochen hat. Ich habe meine Hand gehoben vorhin. Hey Jesus, ich will dir wieder ganz vertrauen. Das war mein Gebet heute. Und lass uns gemeinsam beten. Wenn du magst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Es hilft mir immer.
Und stell dir vor, so wie du jetzt gerade deine Hand auf dein Herz legst, so hält Gott seine schützende Hand über dein Herz, über dein Leben. Und so bete ich, Jesus, dass du uns segnest. Und ich bete über uns aus, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen und Amen. Komm mal, lass uns gemeinsam noch in ein Lied gehen. Simplicity, humility, to the way you love me, an honesty, a purity. God, you make it easy. No special words or formulas could ever win you over, for your love is undeserved. Even when I can't see clearly, somehow you still make it easy. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you. I'm totally surrendered, with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Ooh, ah, ooh, ah.
Jesus, have your way in my brokenness, my loneliness, and the secrets you see, my deepest thoughts, my hidden wars. God, you see right through me, even when I'm